Hallo Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute nach langer Zeit mal wieder ein Sprachvideo und zwar werde ich euch jetzt meine gesamte Sammlung von deutschen Panzern aus dem Zweiten Weltkrieg vorstellen. Viel Spaß! So, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal hier mit dem kleinsten Modell an. Das ist eben die Panzerhaubitze Wespe. Das ist eine Panzerhaubitze, die auf dem Fahrgestell vom Panzer II erbaut worden ist und dann mit einer 10,5 cm Haubitze ausgerüstet worden. Da gab es auch dann noch eine größere Variante. Da wurde dann eben die 15 cm Haubitze auf einem Fahrgestell vom Panzer IV befestigt. Aber ja, das hier ist jetzt wie gesagt die kleinere. Ich gebe euch mal kurz einen Rundumblick vom Modell. Eben mit den verschiedenen Schrägen, hier mit einem U-Clip. Das ist ja eine sehr gängige Methode bei den Panzerdesignern, was befestigt. Ansonsten lassen sich die Ketten sehr gut bewegen hier bei diesem Modell, was leider nicht allzu oft bei meinen Modellen vorkommt, da eher die Optik zählt und das Laufwerk kann nicht so gut eben so gebaut werden, dass die Ketten sich immer bewegen. Aber ja, wie gesagt, hier funktioniert es ganz gut. Und mehr werde ich jetzt auch zu diesem Modell nicht sagen, weil es eben kein Review ist, sondern ich euch jedes Modell einfach mal nur kurz zeigen will. Also ab zum nächsten. Das nächste Modell ist jetzt hier dieser Panzer III Ausführung L mit einem kleinen Camouflage, wie ihr sehen könnt. Also die Grundfarbe ist immer noch dieses Dunkelgrau bzw. Feldgrau, wie auch eben. Nur habe ich hier eben jetzt ein paar Dark Tan Akzente mit reingebracht. Wie man hier jetzt hier überall sehen kann, auch auf der anderen Seite ein paar. Ansonsten habe ich die gleichen Laufrollen verwendet, nur eben statt 5 jetzt 6, weil es eben Panzer III ist, der ein bisschen größer ist. Der Turm lässt sich hier um 360 Grad bewegen, wenn da nicht diese Benzinfässer stehen würden. Ja, ansonsten, wie gesagt, wollte ich jetzt hier kein Review machen, nur kurz euch diesen Panzer zeigen. Als nächstes dann ein sehr ähnliches Modell. Das ist eben das Sturmgeschütz III Ausführung B. Das ist vom Laufwerk her genau das gleiche Modell, also 1:1 auch übernommen, so wie es eben auch früher wirklich war. Nur der Aufbau ist eben jetzt ein bisschen anders. Es hat hier eben keinen beweglichen Turm mehr, sondern ist relativ flach gehalten und hat nur vorne dieses kleine Geschütz. Ja, hier jetzt auch wieder ganz in Dark Bluish Grey gehalten. Rundumblick wieder, von hinten mal. Ansonsten hier hinten, kleine Besonderheit, habe ich eine kleine Kiste dazu gebaut und auch wieder ein paar Benzinkanister und hier noch so eine kleine dunkelgrüne Munitionskiste und eben an den beiden Seiten noch Ersatzlaufrollen. Das nächste Modell ist auch ein Sturmgeschütz, allerdings eine etwas spätere Version, was man als allererstes erstmal unscheinbar eben am Farbschema erkennt. Das hier ist eben so ein Tannenbraun Camouflage, was, sage ich jetzt mal, in der zweiten Phase des Krieges eigentlich sehr, sehr gängig war, dass die Deutschen eben nur noch Fahrzeuge mit einem Camouflage hatten. Hier jetzt ähnlich wie die Modelle davor auch eine Panzer III Variante, nur eben jetzt mit einer deutlich größeren Kanone und ja, generell ist es ein bisschen höher, wie ihr sehen könnt. Es hat auch ein Maschinengewehr da oben hier befestigt und eben mit diesen Schildern. Ansonsten ja, ähnelt es den anderen Modellen schon sehr, hier eben typisch Panzer III, hinten mit zwei Ersatzlaufrollen. Jetzt wieder ein etwas größerer Panzer und auch wieder ein Kampfpanzer, eben dann ja zwei Sturmgeschütze. Das hier ist der Panzer IV Ausführung F2, das war eben der erste Panzer IV, der hier die etwas größere Pack bekommen hatte. Dann ist es mir bei diesem Modell auch wieder gelungen, dass die Ketten sich sehr gut bewegen lassen. Ansonsten hat er hier an der Seite so zwei Benzinkanister, wie ihr sehen könnt, und hinten jeweils auf beiden Seiten die Ersatzlaufrollen. Der Turm lässt sich auch voll bewegen, nur ein bisschen eingeschränkt wegen den Benzinfässern hier. Oder kurz die Kette ein bisschen abgegangen, aber das ist schnell wieder repariert, so. Und ja, ansonsten eben die gleichen Laufrollen. Ich habe bei den ganzen Grau-Modellen immer die gleichen Laufrollen verwendet, einfach um es einheitlich zu haben.
Und ja, das war's zu diesem Panzer. Als nächstes dann ein sehr ähnliches Modell. Das hier ist auch wieder ein Panzer 4, nur dieses Mal Ausführung G. Lässt sich jetzt hier optisch nicht vom anderen unterscheiden, außer eben vom Farbschema, da das hier eben wieder so eine etwas, sag ich mal, spätere Form vom Panzer 4 ist. Ich habe dem hier jetzt ein sehr ähnliches Camouflage gegeben wie dem Sturmgeschütz eben, nur dass ich noch ein paar Teile in Dark Tint verwendet habe, weil ich einfach so ein paar Abwechslungen immer ganz cool fand. Ansonsten ist es das gleiche Modell hier, könnt ihr ihn vielleicht auch nochmal von hinten sehen, der andere sieht ganz genauso aus, eben noch mit Abgasanlage, habe ich generell versucht, gerade bei den Modellen, die ich jetzt etwas später gebaut habe, auch eben auf so kleine Details noch zu achten. Man wird ja auch dann ständig besser und hat ständig höhere Ansprüche. Ansonsten lässt sich der Turm natürlich auch wieder voll bewegen. Die Laufrollen rollen hier leider nicht so gut wie bei den anderen. Aber alles in allem ein sehr ähnlicher Panzer zu dem davor. So, als nächstes ein schon etwas größeres Fahrzeug. Und es ist auch hier eine kleine Premiere. Dieses Fahrzeug hat nämlich bisher noch niemand wirklich sehen können. Das will ich hier eben jetzt auf YouTube auch das erste Mal euch zeigen. Und zwar ist es der Jagdpanzer, ein Fahrzeug, das eher zum Kriegsende entwickelt wurde. Basiert eben auf dem Fahrgestell vom Panther, nur hatte eben eine deutlich stärkere Kanone nochmal bekommen, die 8.8er. Und eben keinen rotierbaren Turm, so wie es eben bei Jagdpanzern üblich war. Gebe ich euch auch ganz kurz mal noch einen Rundumblick, hier auch von hinten, wie eben gesagt, auch mit Abgasanlage ja bei den ganzen neueren, dann könnte ich hier nochmal so Schnüre sehen und eben Ketten, die hinten dran befestigt wurden. Das zeige ich Ihnen gerade nochmal von der anderen Seite, unterscheidet sich jetzt nicht groß von dem davor, eben auch noch mit Seitenschürzen und oben den Einstiegsluken. So, dann sind wir hier jetzt beim mit bekanntesten Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar ist es der Tiger, hier mit der Ausführung E. Also eher die frühere Variante. Den habe ich jetzt hier ganz in Ten gebaut. Es war natürlich sehr üblich für Tiger, dass sie einen Camouflage hatten, aber so hat man sie auch gesehen. Könnte man auch so fürs Afrika-Korps eventuell benutzen. Und ich finde, er macht sich einfach extrem gut, wenn man auch einfach mal ein Fahrzeug so komplett in Ten gebaut hat. Das Modell ist jetzt das erste Modell, was nicht von mir selbst designt worden ist, sondern von Brickmania. Also das habe ich abgebaut, das Modell. Da habe ich jetzt nichts irgendwie selbst gemacht, außer vielleicht ein paar Kleinigkeiten. Nur habe ich ja, wie gesagt, ihn komplett in Ten gebaut und habe ihn so auch noch nicht gesehen. Also ich finde ihn ziemlich cool, ihr könnt ja mal sagen, was ihr von dem haltet. Generell könnt ihr ja mal sagen, was ihr so von den Modellen haltet. Aber ja, dann kommen wir jetzt noch zum letzten Panzer. So, das hier ist dann jetzt der letzte Panzer, den ich euch heute zeige. Und zwar ist es der Königstiger, also auch ein Tiger. Nur eben nochmal etwas stärkeren Variante, würde ich jetzt mal sagen. Also nochmal mit einer sehr guten Panzerung. Die Seitenpanzerung war allerdings nicht so stark wie beim Tiger davor, aber gut, auf die technischen Sachen gehe ich jetzt hier mal noch nicht ein. Man erkennt vor allem Unterschied am Turm, der ist nicht mehr so eckig, sage ich jetzt mal, sondern eher ein bisschen runder gehalten. Aber ja, ansonsten waren die beiden Panzer sich schon sehr, sehr ähnlich. Hier auch gut. Und Umblick nochmal hier vielleicht von der Seite. Die Abgasanlage ist hier jetzt nicht ganz so detailliert, die muss ich auf jeden Fall noch überarbeiten, da hatte ich bisher noch nicht so die Lust und die Zeit für. Und ansonsten war es das dann jetzt auch schon mit diesem Video. Ihr könnt mir ja sagen, was ihr davon haltet. Oh, die Fliege, ich weiß nicht, was die jetzt da macht, naja. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Gerne auch wieder mehr Sprachvideos, ich hätte theoretisch noch einiges an Fahrzeugen zu zeigen, jetzt zwar keine deutschen Panzer mehr, aber eben noch andere deutsche Fahrzeuge und auch alliierte Fahrzeuge. Also falls ihr daran interessiert seid, lasst es mich wissen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es werden jetzt auf jeden Fall mehr Videos wieder kommen, zumindest ist das der Plan. Danke fürs Zusehen, Leute, wir sehen uns. Tschüss, tschüss. Thank you.